Herr Dr. Breuer, vielen Dank, dass Sie zu einem Interview zur Verfügung stehen. Wir sind hier auf der eWorld. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir haben ja heute unseren ersten Auftritt als Innogy bei der eWorld. Das ist ja unsere Haus- und Hofmesse. Ja, also Haus- und Hofmesse ist genau das richtige Stichwort. Wir sprechen Sie heute als Mitglied des Programmausschusses des ETG-Kongresses. Die Energiewende geht weiter. Das ist uns ein Anliegen, dass Innogy da dabei ist. Können Sie uns zu dem Kongress ein bisschen was sagen? Was ist da die Rolle von Innogy? Was haben Sie persönlich dazu zu sagen? Also das Schöne, wenn ich mir den ETG-Kongress anschaue und das Programm, was wir jetzt ausarbeiten werden, ist, dass es 1:1 dem entspricht, wie wir uns als Innogy aufgestellt haben. Wir haben das Thema Energiewende stark im Fokus und vor allen Dingen den systemischen Ansatz. Und auch als Mitglied des aktuellen ETG-Vorstandes haben wir ja in der Strategie maßgeblich den systemischen Ansatz in den Vordergrund gestellt. Und dem wird bei dem ETG-Kongress Rechnung getragen. Das zeigen in meinem beruflichen Umfeld bei Innogy unter anderem das größte F&E-Projekt, was wir jetzt Anfang des Jahres gestartet haben mit Designnetz, indem wir versuchen, eine Vielzahl von Einzellösungen auf Systemsicht zu bringen. Weil die Frage, die wir uns stellen, ist ein Optimum einer Einzellösung gleichzeitig auch ein Optimum des Systems? Und das versuchen wir die nächsten 4 Jahre in dem Projekt rauszufinden. Herr Dr. Breuer, ich habe mich ein bisschen mal schlau gemacht, wie Innogy aussieht. Sie sind smart, umweltfreundlich und digital. Das passt auch super zum Kongress. Allerdings, also Spaß beiseite, gerade das Thema Digitalisierung hat bei uns massiv schon in den letzten Jahren Einzug gehalten. Das Spannende für mich ist, dass es eine Kombination ist zwischen der konventionellen Energiebranche oder Energietechnik hin zu IoT, also alles rund um Informations- und Kommunikationstechnologie. Und welche Möglichkeiten haben wir beispielsweise durch Nutzung von Big Data Analytics, beispielsweise durch Nutzung von intelligenten Sensoren, selbstlernenden Algorithmen, effizienter im eigenen Betrieb zu werden, das heißt effizienter in unserer Infrastruktur, aber auch welche Möglichkeiten ergeben sich für neue Geschäftsmöglichkeiten? Kann man dann sagen, dass Innogy die grüne Erfolgsstory von RWE geworden ist? Das würde ich jetzt nicht direkt querzeichnen. Ich glaube, wir haben einen richtigen Schritt im letzten Jahr getan, indem wir eine Tochtergesellschaft ausgegründet hat mit Innogy und ihr einen ganz klaren Auftrag gegeben hat, ein ganz klares Profil. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept gewesen, als Mitglied der RWE-Gruppe einen klaren Fokus zu haben. Und das zeigt beispielsweise auch unser Projekt Designnetz, dem folgen wir. Wir haben uns im Vorfeld auf den Kongress mal so ein bisschen die Zahlen angeschaut. Mittlerweile 35% erneuerbare Energie im Strommix. Das ist etwas, was unglaublich ist. Das hätten wir noch vor 2, 3 Jahren überhaupt nicht gedacht. Aber natürlich machen wir uns Gedanken über das Thema Zuverlässigkeit und Stabilität. Vollkommen richtig. Das treibt in allen Projekten, treibt uns auch. Das ist ein Spagat, den man gehen muss. Die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Energieversorgung darf nicht angetastet werden. Nichtsdestotrotz müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wie können wir effizienter werden und auch neue Produkte und Lösungen an den Markt bringen, die uns helfen, beispielsweise in unseren Prozessen effizienter zu werden, neue Technologien in unserer Infrastruktur einzusetzen. Aber das Schöne daran ist, es ist furchtbar spannend zu sehen, wie neue Technologien Einzug halten in konventionelle Infrastrukturen und wie wir damit natürlich dann auch die Brücke schlagen zwischen auf der einen Seite Zuverlässigkeit und Sicherheit der Energieversorgung hin aber auch in die Zukunft. Wie sieht es denn aus mit der Digitalisierung? Können wir jetzt erwarten, dass demnächst Verknüpfungen oder Kombinationen mit Kommunikationsunternehmen uns mitgeteilt werden? Also ich glaube, dass wir zukünftig Energie virtuell liefern, da sind wir noch weit von entfernt. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Bei uns ein Projekt Smart Operator,
ist ein Paradebeispiel für das Thema Digitalisierung in Infrastrukturen. Wir haben dort einen selbstlernenden Algorithmus entwickelt, der autark im Niederspannungsnetz positioniert ist und sämtliche Zustandsinformationen der dortigen Infrastruktur erhält, inklusive der Informationen über Flexibilitäten beim Kunden, diese abfragt und dann selbstständig entscheidet, welche Flexibilitäten zum Thema Balance halten zwischen Energieverbrauch und Erzeugung zu ziehen sind. Er trifft also eigenständig Entscheidungen und das ist für uns ein ganz tolles Beispiel, wie die Digitalisierung auch Einzug hält in die Energiebranche. Herr Dr. Breuer, vielen Dank für dieses Interview. Ich möchte das nochmal nutzen an dieser Stelle. Unser Call for Paper für den ETG-Kongress, 28. bis 29. November in Bonn im World Conference Center, eine Woche nach dem Klimagipfel, läuft noch. Melden Sie sich an, bringen Sie interessante Beiträge mit und seien Sie dabei, wenn Innogy zeigt, wie die neue Energiewelt funktioniert. Danke. Vielen Dank.